Die Teuerung, die kriegen wohl alle mit. Alles wird immer teurer. Wie sehen Sie das? Ist das in Ihrem persönlichen Leben auch so angekommen? Für mich ist es durchaus auch im persönlichen Bereich angekommen. Vor allem betrifft es mich wegen dem Tanken, also der Benzin. Also das spüre ich ganz krass. Und also ich bin Alleinerzieherin, deswegen spüre ich es extrem halt. Die Ärgste ist, dass man immer um diese minus 50% Rabatte echt kämpfen muss in den Geschäften. Halt, ich war immer sparsam und ich spüre, dass die Ärmsten kriegen das am meisten mit. Halt. Weil ich kann nicht weniger Strom, also ich verbrauche kaum Strom. Ich dusche 3 Minuten lang am Tag und ich weiß nicht, wo ich das doch runterschrauben kann. Also schwierig halt. Eigentlich nicht wirklich. Also merke wirklich nicht wirklich. Klar, es wird teurer, aber ja, es wird alles teurer im Moment. Ja. Na, das ist verständlich, aber natürlich, wenn sie sich, bei vielen geht es sich sehr knapp aus, das muss ich schon sagen. Ja. Also ich habe da keine Probleme. Ja, beim Einkaufen vor allem, dass alles teurer wird. Sonst auch in anderen Lebensbereichen? Jahresabrechnung von Strom gab es erst. Also da wäre es dann bei der nächsten merken. Im Supermarkt beim Einkaufen, merken Sie das da auch stark? Extrem ausgeprägt. Also nicht nur, dass das teilweise Öl Mangelware geworden ist, aber ja, also es kommt, keine Ahnung, jetzt könnte ich keinen Prozentansatz jetzt sagen, aber sehr viel, sehr, sehr. Man spürt es. Im Supermarkt ich persönlich nicht, aber ich habe es durchaus gehört, dass auch da die Lebensmittel teilweise schon knapp werden. Eigentlich nicht wirklich. Wir haben einen gewissen Vorrat und damit kommen wir durch. Und wir brauchen auch nicht allzu viel, muss ich sagen. Ja. Sie haben es schon angesprochen, teilweise werden auch die Lebensmittel knapp aufgrund des Krieges. Plus die Teuerung, wie ist denn Ihre Prognose für die nächsten Wochen und Monate? Also ich befürchte, dass es knapp wird, weil eben diese Öl stammt teilweise, also größtenteils aus der Ukraine und Russland. Es könnte zu Knappheiten kommen. Die Prognose ist nicht sehr rosig. Ja, es wird sicher die Inflation weiter steigen. Davon bin ich überzeugt. Wir werden sicher irgendwann in einen kritischen Bereich kommen, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, dass sich der Krieg bald, dass der wieder zu Ende ist, ja, weil das kann so eigentlich nicht weitergehen. Es betrifft ja nicht nur die Personen, die dort vor Ort sind, sondern auch generell alle Flüchtlinge. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch nicht noch mehr auswirkt und dass jeder genügend zum Essen hat. Also ich bezweifle, dass unsere Politiker, wurscht welche Farbe, dazu in der Lage sind, das da entgegensteuern, weil sie profitieren in erster Linie von der Teuerung. Und statt dass sie, ich sage mal, auch bei Benzin oder so, die Mehrwertsteuer oder überhaupt die Steuern, was halt sind, senken, da haben sie kein Interesse. Weil dann schmälert sie natürlich die Einnahme für den Bund und unter Umständen hätten sie ein Pech und ihre Gagen werden auch kürzer.